Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag in unserer Reihe 1956. Ein Jahr im Kalten Krieg. Willkommen zurück, die letztes Mal schon da waren. Die nicht da waren, der Podcast vom letzten Mal steht auf unserer Webseite bereit. Dann will ich aber auch gleich aus stimmlichen Gründen zum heutigen Vortrag übergehen. Nur vorher ganz kurz ein Hinweis. Ich weiß nicht, ob Sie das auch auf unserem Flyer gesehen haben. Die Fachschaft Geschichte und der Lehrstuhl für Osteuropa-Studien veranstaltet nächste Woche am Mittwoch einen Filmabend, auf den ich Sie sehr ermuntern würde, auch zu besuchen. Es findet im Unitobler statt, im Hörsaal F21 um 18 Uhr. Der Film heißt Anja, Mutter von Miklós Gimes. Er wird in Anwesenheit des Regisseurs stattfinden, ein Regisseur eben, der in dem Film die Geschichte seiner Mutter beschreibt, der Frau von Miklós Gimes Senior, die Mutter, die damals 1956 eben mit dem sechsjährigen Miklós Gimes in die Schweiz floh, während sein Vater dann 1958 in Ungarn als Konterrevolutionär zum Tode verurteilt wurde. Sie finden alle Details auf dem Flyer oder auf unserer Webseite. Ja, dann sind wir schon eigentlich beim heutigen Vortragsthema, nämlich der ungarischen Diaspora und den ungarischen Flüchtlingen in der Schweiz. Und es freut mich, Ihnen unseren heutigen Referenten vorstellen zu können. Dr. David Trifasch, der hier schon so breit sitzt, ist Fachreferent für Geschichte und Militärwissenschaften an der Universitätsbibliothek Basel, also ein Kollege, und auch seit September Leiter der dortigen Fachreferate. Er hat in Basel, Freiburg und Budapest Geschichte, deutsche Literatur und Politikwissenschaften studiert und 2006 promoviert mit einer Arbeit bei Georg Kreis, die 2008 bei Kronos erschienen ist. Die Illusion, dass man sich kennt, schweizerisch-ungarische Beziehungen zwischen 45 und 56. Darf ich das rumgeben? Ich gebe das mal rum, dass Sie einen Blick reinwerfen können. Unsere eigenen Exemplare waren alle ausgeliehen. Ich bin froh, dass David eins mitgebracht hat. Falls jemand Ungarisch kann, so ist das Buch auch übersetzt auf Ungarisch 2013 in Budapest erschienen und in der SOB vorhanden. Neben der ungarischen Geschichte hat David Trifasch zahlreiche weitere Artikel und Bücher insbesondere zur Basler Geschichte verfasst und auch Ausstellungen zur Basler Geschichte kuratiert, so etwa 2012 die Kaserne Basel im Museum Kleines Klingenthal in Basel oder 2014 in der UB Basel die Ausstellung zum Ersten Weltkrieg in der Region Basel. Er hat daneben 2010 mit Jens Lucht ein Konferenzband herausgegeben zu Fragen der europäischen Identität und der Europäischen Union, Europe on Trial, Shortcomings of the EU with regard to Democracy, Public Sphere and Identity. Und seine neueste Publikation ist dieses Jahr ganz frisch bei Schwabe erschienen. Es ist die kleine Basler Pressegeschichte. Damit bin ich mit meinem Sermon am Ende und übergebe dir. Du musst jetzt nur dein Mikro anstellen und ich stelle meins aus. Ich freue mich auf den Vortrag und wünsche viel Vergnügen. Ja, Eva, herzlichen Dank und herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Ich freue mich ganz besonders für diese Einladung und auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin eigentlich ganz überrascht, dass das so ein Hype ist, gerade mit Ungarn und dem Ungarnaufstand. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass mein Buch jemals ausgeliehen wird, aber offenbar ist es so. Als Bibliothekar freut mich das natürlich nochmal und ich bin, gerade gestern hatte ich eine Veranstaltung mit einem militärischen Unteroffiziersverein und am Ende kam dann die, hat man sich verabschiedet, es waren weit weniger Leute als jetzt hier und der eine kam zu mir und gesagt, Budapest studiert, sind Sie Ungar? Habe ich gesagt, das ist die typische Identitätsfrage an einen Sekundo. Ich habe mal Ja gesagt, hat er gesagt, ja und meine Frau ist auch Ungarin. Tochter von 56ern, das sind gute Leute. Habe ich mich sehr gefreut, ich habe die Leute nicht gekannt und nebenan stand noch ein Herr, ein älterer Herr, der gesagt hat, ja, er kann sich gut erinnern, als die 56er Ungarn kamen, er war noch ein Kind damals, er war 8 Jahre alt und da kamen diese Zwillinge und die haben sich sehr schnell integriert und der Vater hat sofort Arbeit gefunden als Ingenieur und das seien die besten Kameraden gewesen. Ob ich denn die Familie Horvath kenne? Nein, die Familie Horvath kenne ich leider nicht. Aber es sind ja auch 10.000, die damals gekommen sind. Und es ist auch schon 60 Jahre her, wie wir
mittlerweile auch wissen. Aber tatsächlich, ich werde immer wieder darauf angesprochen, dass die Ungarn eine angenehme Gruppe waren damals, 56. Die Ungarn-Begeisterung, die ist eigentlich schon sprichwörtlich. Und es wird immer wieder auch erzählt, wie gut sich die Ungarn integriert hätten. Nun, ich habe mir überlegt, wie denn Integration denn so vor sich geht. Ich fühle mich integriert, ich bin aber ein Sekundo, das heißt hier geboren und man merkt gar nicht so viel an meinem Ungarischsein, außer dass ich mich zu ungarischen Themen äußere. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das messen? Wie könnte man Integration messen? Ein sehr schwieriges Unterfangen. Und weil ich gerade bei Eva Maurer hat es erzählt, ich habe in Zürich gearbeitet bei Kurt Imhof und habe sehr viel zur Schweizer Öffentlichkeit geforscht, habe ich gedacht, das ist doch eine Plattform, um Integration etwas zu messen. Allerdings, mit dem Messen ist es so eine Sache. Ich werde Ihnen heute ganz sicher nicht Tabellen präsentieren mit kruden Zahlen. Es ist keine quantitative Rede, die ich Ihnen heute halte, kein wissenschaftlicher Vortrag im Sinne eines quantitativen Wissenschaftlers, sondern es sind vor allem Erzählungen. Und das Einzige, was ich Ihnen heute präsentieren möchte, ist ein bisschen Öffentlichkeitstheorie, damit Sie etwa wissen, wovon ich sprechen möchte. Das ist auch der Ablauf des heutigen Vortrags. Ich habe das als kleines Eintauchen in die Öffentlichkeitstheorie bezeichnet. Zu viel mehr haben wir heute gar keinen Platz, ist aber auch heute nicht nötig. Vielleicht in der Diskussion können wir dazu auch noch diskutieren. Dann werde ich schauen, wie haben sich die unterschiedlichen Gruppen der ungarischen Diaspora zurechtgefunden mit der Öffentlichkeit, wie haben sie sich geäußert oder manifestiert. Und am Schluss werde ich dann die Diskussion eröffnen mit der Frage verwehrter Zugang zur Schweizer Öffentlichkeit. Und wenn diese Frage schon so suggestiv gestellt wird, dann können Sie davon ausgehen, dass ich da Argumente dafür aufbringen werde. Kleines Antauchen in die Öffentlichkeitstheorie. Und hier habe ich auch einen Laserpointer, der mir bei der Arbeit ein bisschen behilflich ist. Es ist mit den Öffentlichkeitstheorien so eine Sache. Es gibt, glaube ich, wir haben das mal gezählt, so etwa 35 haben wir herausgekriegt und deswegen möchte ich da auch nicht näher drauf eingehen. Ich möchte eine vorstellen, die für diese Untersuchung sehr gut ist, nämlich das arena-theoretische Öffentlichkeitsmodell entwickelt von Kurt Imhof, eine sehr schweizerische Angelegenheit. Das baut auf zwei Dingen. Zum einen, dass man in der Arena, sagen wir eine Medienarena, das ist leider nicht in der Schweiz, sondern in Verona, aber es hat wunderbar gepasst, dass dort alle Gruppen vertreten sein können und ihre Stimme einspeisen können in diese Arena, wo sie dann vermengt wird mit anderen Stimmen und dadurch dann daraus auch so etwas wie eine öffentliche Meinung heraus destilliert werden könnte. Also hier haben wir die verschiedenen Gruppen, hier, die habe ich nicht mal benannt, sondern die können sich da einbringen in diese Arena. Das ist die höchste Stufe, es ist eine gesamtgesellschaftliche oder vielleicht sogar nationale Arena, je nachdem, in welchem Land wir uns befinden. Da können die ganzen anderen Gruppen oder ganze Diskurssysteme können dort Einfluss kriegen, zum Beispiel Wissenschaftler oder aber auch das katholische Milieu oder das protestantische Milieu etc. Es gibt aber noch eine zweite Ebene, nämlich die sogenannte Versammlungsebene, Versammlungsöffentlichkeit. Das ist nicht mehr so groß, ist keine Makroebene, ist eine Mesoebene, das heißt, dort geht es um Organisationen vor allem, um zum Beispiel eine Gewerkschaft, wo dann verschiedene Stimmen auch einfließen. Ich nenne Gewerkschaft, es gab tatsächlich in den 60er Jahren eine ungarische Gewerkschaft, eine christliche ungarische Gewerkschaft.
Das hier zum Beispiel ist eine Versammlungsebene. Und dann gibt es die sogenannte Encounter-Ebene. Die Encounter-Ebene, wenn ich Eva auf der Straße treffe und mit ihr diskutiere, dann ist es auch schon eine Öffentlichkeit, nämlich die kleinstmögliche Öffentlichkeit. Und die ist nicht organisiert, sondern die ist sehr spontan. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das, weil ich versucht habe, eine Emigrantengruppe mal hier zu definieren. Wir nennen sie mal X, wir können sie auch als eine Gruppe der ungarischen Diaspora annehmen. Ja, sie hat die Möglichkeit, in die Medienarena zu kommen, sie hat eine Möglichkeit, in Versammlungen ihre Stimme einzubringen oder sie kann bei alltäglichen Begegnungen auf der Straße oder im Haus, in der Nachbarschaft ihre Stimme einbringen. Das klingt alles sehr schematisch und jetzt mache ich es ein bisschen kompliziert. So sieht es nämlich aus in der Diaspora. Es gibt nämlich auch noch eine Immigrantengruppe Y und die könnte eben auch hineingehen in die Medienarena, die könnte aber auch in dieselbe Versammlungsarena kommen und die könnte auch in die sogenannte Encounter-Öffentlichkeit eindringen. Das heißt, wir haben hier mindestens schon zwei Gruppen, die mit ganz unterschiedlichen Botschaften Einfluss nimmt auf die öffentliche Meinung. Das werde ich im Folgenden ein bisschen genauer definieren, was sind das für Gruppen. Und vor allem werde ich versuchen aufzuzeigen, dort wo es gelingt, es gelingt nicht immer, dort wo es gelingt, wie diese Emigrantengruppen eben in die ganz große Arena, nämlich die große Öffentlichkeit, Medienöffentlichkeit, eindringen können. Ich möchte nun ein bisschen sezieren, ist natürlich immer eine analytische Trennung, Sie werden es dann gleich sehen. Eine Person kann zu ganz verschiedenen Gruppen gehören, das ist eben so. Identität ist nichts Einfaches, Emigration ist auch nichts Einfaches und die ungarische Emigration ist dann gleich nochmal nicht einfach. Ich werde etwas erzählen über die Gründe für die Emigration, weshalb sind die Leute hier in der Schweiz, wenn wir es wissen. Ich werde über ihr Rollenverständnis etwas sagen können. Wie sehen sie ihre eigene Rolle jetzt in der Schweiz oder mit den anderen Gruppen, im Verhältnis zu den anderen Gruppen. Und ich werde ein bisschen darauf eingehen, aber allerdings eher schematisch, auf ihre kollektive Erinnerung, kollektive Identität. Das setze ich natürlich in Anführungs- und Schlusszeichen. Die Studierenden unter Ihnen wissen das. Und ich werde auch vielleicht über Mythen, über heimatliche Narrative etwas sagen können. Als 1956 die große Welle der Ungarn-Flüchtlinge kam, befanden sich im Land etwa 2000 Ungarn. Und die haben, das war keine einheitliche Gruppe, sondern die hat sich aus ganz verschiedenen Gruppen zusammengesetzt. Ich möchte zuerst mal die älteste Gruppe erwähnen, die für uns jetzt mal vom Belang ist. Natürlich, es gibt schon in der Neuzeit, in der frühen Neuzeit auch schon Austausch zwischen den beiden Ländern, aber die haben damals nicht mehr gelebt. Deswegen ist das für uns im Moment, wenn wir diese Gruppen ausblenden. Ja, wer sind diese Ungarn? Es sind vor allem Studierende, es gibt sehr viele Studierende, in Genf vor allem, Calvinisten, also die Universität Genf, Theologiestudenten. Es gibt sehr viele auch an der ETH und diese Studierenden, die gründen Vereine. Manche haben ein Staatsstipendium, ein ungarisches Staatsstipendium, andere nicht. Und man kann diese Flüchtlinge gar nicht richtig von der Quelle her abgreifen. Es gibt einige Vereinigungen, es gibt sogar noch ein bisschen Nachlass, aber nicht wahnsinnig viel. Was ich herausgefunden habe, in Zürich gab es den Zürcher Ungarnverein, der ist sehr ziemlich alt, 1863 gegründet. Und in Genf
Wir sprechen jetzt aber vor allem über die 30er Jahre. In Genf existiert die sogenannte Hungaria. Die Hungaria umfasst damals etwa 50, 60 Leute. Es sind nicht nur Studenten, also aktuell studierende Studenten, sondern auch sehr viele ehemalige, die eben sich auch da zusammenfinden. Es befinden sich auch sehr viele Staatsstipendiaten darunter und die, sie gründen eben diesen Verein, um sich dort auszutauschen. Es gibt auch eine Sektion in Lausanne und man kann vielleicht auch sagen, dass man diese Vereinigungen bestrebt waren, die Alleinvertretung der Diaspora zu übernehmen. Das heißt, das kommt heraus, als die Pax Romana, die katholische Vereinigung, versucht, eine Sektion zu gründen in Lausanne. Da gibt es einen sehr wüsten Briefwechsel zwischen den beiden Vereinen. Und es geht eigentlich beiden darum, dass sie die Ungarn alleine vertreten wollen. Und das gelingt eigentlich nicht. Das ist vielleicht etwas, was ich vorhin gezeigt habe mit der Versammlungsöffentlichkeit, dass man versucht hat, dort Einfluss zu nehmen. Es gibt sehr wenige Selbstzeugnisse aus diesen Jahren, beziehungsweise es gibt welche, aber die kommen gleich später. Allgemein weiß man nicht sehr viel über sie. Es gibt allerdings auch noch Diplomaten, es gibt Kaufleute und die haben sehr unterschiedliche Horizonte, sie haben ganz unterschiedliche Lebenswelten. Oft aber findet man diesen neobarocken Narrativ, also Restauration der Grenzen vor 1920, also vor Trianon, dann auch eine Vertretung dieser semifeudalen Gesellschaft, die als neobarock bezeichnet wird in der Horthy-Zeit. Das ist damals das regierende Gesellschaftssystem und eben auch dieses restaurative, was nicht nur irredenter ist, sondern eben restaurativ im Sinn von eben zurückgehen, ein bisschen zurückgehen in die Habsburger Monarchie, die davor war, aber nicht zu stark, das dürfen sie nämlich gar nicht, also der König darf nicht reinkommen, Horthy vertritt diesen König und er freut sich eigentlich auch, dass der König nicht zurückkommen kann, versucht auch seine eigene Dynastie aufzubauen etc. Also es ist ein Gesellschaftssystem, das auch ziemlich beherrschend ist, es gibt wenige Alternativen dazu, die ihre Stimme auch ertönen lassen können. Und unter den Studierenden, unter den Ungarn ist dieses Narrativ sehr stark vertreten. Es sind auch eigentlich keine Flüchtlinge. Nun, der Zugang zur Schweizer Öffentlichkeit, der ist nicht ganz so einfach. Und es gibt aber Zeugnisse. Es ist sehr schwierig, das herauszukriegen, weil besonders während des Zweiten Weltkriegs, wo es darauf ankommt, in der Schweizer Öffentlichkeit die Stimme ertönen zu lassen, genau dort greifen die Zensurmaßnahmen in der Schweiz und man darf eigentlich als politischer Flüchtling oder als Ausländer nicht politisch tätig sein. Es gibt deswegen einen Trick und diesen Trick, den findet man zum Beispiel am 12. April 1944, das ist nach dem deutschen Einmarsch in Ungarn, also nach der deutschen Besetzung, die Deutsche sind ja schon vorher da, einfach als Freunde, dann sind sie eben nicht mehr Freunde. Und dort gibt es auch eine neue Regierung und in der Schweizer Illustrierten Zeitung, also der Schweizer Illustrierten gibt es politische Artikel, nicht nur Home Stories und dort wird zum Beispiel ein Artikel veröffentlicht, wo die ganze Regierung, ungarische Regierung, gezeigt wird und von jedem Einzelnen wird bewiesen, dass sie eben nicht magyarischen Ursprungs sind. Das ist ein Narrativ, das in Ungarn sehr verbreitet war damals und von diesen Insider-Erkenntnissen her kann es fast nicht anders sein, als dass das ein ungarischer Emigrant war, der diesen Artikel platziert hat. Wir wissen es aber nicht, weil unterschrieben wurde es mit dem Kürzel CH, was vielleicht auch etwas aussagt.
Wir werden zu diesem Kürzel nochmal kommen in einem anderen Zusammenhang. Das heißt, wir wissen nicht so genau, welche Ungarn sich Zugang verschafft haben könnten zur Schweizer Medienlandschaft. Wo wir es etwas genauer wissen, ist die sogenannte kommunistische Studentenschaft, die gibt es auch. Es sind nicht sehr viele, es sind etwa 12 bis 15 Leute, konspirativ organisiert, viele davon, geleitet von einem Herrn Söni. Herrn Söni werden wir gleich nochmal genauer unter die Lupe nehmen dürfen. Das sind vor allem Leute, die in Zürich studieren und die während des Zweiten Weltkriegs in diesen Zirkel geraten und immer mehr eben Richtung Kommunismus sich bewegen. Es gibt eine kleine Zelle und sie gründen dann die Zelle der modernemse die Fügendländische Front, also die nationale Unabhängigkeitsfront, ungarische nationale Unabhängigkeitsfront. Und mit dieser MNFF versucht man, das neue Ungarn aufzubauen. Es zeichnet sich damals ab, dass der Krieg dann verloren geht, und es zeichnet sich auch ab, dass die Sowjetunion Richtung Ungarn marschiert und irgendwann mal wahrscheinlich auch dort ankommen wird. Und diese kommunistischen Zellen versuchen jetzt eben Einfluss zu nehmen und dann eben eine breite Front aller sogenannten demokratischen Kräfte aufzubauen. Das geschieht sehr subversiv. Wir lesen in der Hungaria zum Beispiel, die ich vorhin vorgestellt habe, dass sie versuchen, diese Hungaria zu infiltrieren. Also sie bewerben sich auch ums Präsidentenamt und versuchen da einige bestehende Vereine auch zu übernehmen. Das heißt, in der Versammlungsöffentlichkeit der Emigranten nehmen sie ziemlich großen Einfluss. Am Anfang noch clandestin, man weiß nicht, wer das ist, und später dann nach November 1944 dann aber auch schon fast öffentlich. Das ist eine sehr interessante Gruppe. Sie versucht auch etwas professionellere Medienarbeit zu machen. Sie gibt die sogenannte Information Hongroise heraus in Genf. Das hat damit zu tun, dass hier jemand sie mit Geld unterstützt. Wer das ist, das ist eigentlich nur eine Mutmaßung, deswegen sage ich den Namen lieber nicht. Aber es scheint so zu sein, dass hier Geld zur Verfügung steht. Der größte Teil dieser Gruppe geht nach Ungarn zurück über sehr abenteuerliche Wege, nämlich über Marseille und Jugoslawien. Das wird ihnen später zum Verhängnis. Sie versuchen aber, einige bleiben hier, und sie beschreiben zum Beispiel, da gibt es ein sehr interessantes Dokument, ein Brief an das Parteiarchiv, an die Kommunistische Partei in Ungarn, dort findet man es im Parteiarchiv, nämlich über die Medienarbeit. Diese Information Hongroise, die werden zwar verbreitet, aber oft wohl nicht so gelesen von den Medien, von den Schweizer Medien, und als einzigen Erfolg kann man verbuchen, dass man 1945 einen Artikel in der Neuen Bündner Zeitung hat unterbringen können. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich ist. Nichts gegen die Bündner Zeitung, aber die NZZ wäre vielleicht besser gewesen. Und das passiert eben auch. Die NZZ gibt es, nämlich György Hodos, der eben auch Teil dieser Gruppe ist, wird Wirtschaftskorrespondent der NZZ für die Ungarn, und Hodos schreibt das in seiner Autobiografie, ich darf das kurz zitieren: Das war mein persönlicher Beitrag zur Verbreitung der Wahrheit in der bürgerlichen Presse des Westens. Ich war ein gewissenhafter, korrekter Berichterstatter, stolz darauf, den triumphalen Parteijargon der damals noch relativ frei fließenden Wirtschaftsnachrichten in die Sprache nüchterner Zahlen und Fakten übersetzen zu können. Das Ergebnis war in beiden Versionen dasselbe. Hier wie dort das Bild eines erfolgreichen Aufstiegs aus dem Chaos der Kriegszerstörungen als Beweis für das Funktionieren der sozialistischen Planwirtschaft. Ich habe nachgeprüft, das ist wirklich alles abgedruckt in der Neuen Zürcher Zeitung, was ein
an ein Wunder grenzt aus heutiger Warte. Und es grenzt auch an ein Wunder, dass er das überlebt hat. Und zwar nicht wegen der Schweiz, sondern aus ungarischer Perspektive. Ein kleiner Einschub sei mir gegönnt, ja? Ich habe noch 20 Minuten, nämlich, Sie kennen vielleicht den Roik-Prozess, den Prozess gegen den Innenminister 1949 findet er statt. Und dort wird Roik alles Mögliche vorgeworfen, vor allem titoistische Verschwörung. Und jetzt habe ich gesagt, die anderen sind über Jugoslawien geflohen, genau, die hängen da auch mit. Es gibt einen Spezialprozess gegen die Schweizer Kommunisten. Zwei davon, Tibor Szőnyi wird und Ferenc Vági werden hingerichtet. György Hodos und seine Mitstreiter, die kommen ins Gefängnis. Und Tibor Szőnyi wird sogar 1956 rehabilitiert, zusammen mit László Roik. Wer auch angeklagt wird, ist ein Redakteur namens O. Matter der NZZ. Er sei auch ein amerikanischer Spion. Das kann man nachlesen. Ich gebe das mal durch. Es ist ein sehr interessantes Dokument. Es wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. Das ist das Drehbuch zum Schauprozess. Und ja, wenn Sie mögen, dürfen Sie gerne da reinschauen. Nicht erschrecken. Das ist vielleicht schon die wichtigste Medienarbeit. Es gibt aber noch andere Gruppen, die ich auch ganz kurz vorstellen möchte, nämlich die sogenannten Nicht-Rückkehrwilligen, die auch oft, die ist eine sehr heterogene Gruppe, die hält sich nicht lange in der Schweiz auf. Das reicht von entlassenen Häftlingen aus Buchenwald bis zu Fallkreuzlern, die Kriegsverbrechen begangen haben und versuchen, über die Schweiz nach Argentinien auszuwandern, was ihnen auch oft glückt. Einige bleiben und einer, den ich jetzt auch noch erwähnen möchte, ist ein Mann namens Alexander Holuschi. Alexander Holuschi hat für den Völkischen Beobachter gearbeitet früher, also eine sympathische Zeitung. Und das bringt ihm aber ziemlich viel Ärger ein in Ungarn. Er geht nicht zurück nach Ungarn, sondern bleibt im Westen und versucht sich in der Schweiz zu etablieren. Ich habe vorhin gesagt, Zensurmaßnahmen haben verhindert, dass Ungarn oder politische Emigranten überhaupt tätig werden konnten. In diesem Fall hat man dann doch eine Ausnahme gemacht. Es gibt einen Brief der Fremdenpolizei an Herrn Holuschi, wo eben erzählt wird, dass man eigentlich das nicht dulden könne, dass jemand, ein Emigrant hier Artikel platziert. Bei ihm macht man aber gewundene Sprache, vielleicht haben wir danach Zeit, um das vorzulesen, aber es geht darum, dass er unter einem Pseudonym oder unter einem Kürzel dann doch veröffentlichen darf, aber nach Bedarf seine Artikel der Vorzensur überreichen muss. Herrn Holuschi hat man zu verdanken, dass während der Verfolgung der katholischen Kirche in Ungarn sehr viele Artikel über Kardinal Mindszenty erscheinen. Kardinal Mindszenty war der Fürstprimas der katholischen Kirche und war eigentlich der größte Widersacher der kommunistischen Partei damals. Allerdings kein Demokrat, das muss man auch nochmal sagen. Er hat sich sehr stark für die Restauration der Vorkriegsverhältnisse eingesetzt, wo die katholische Kirche auch der größte Landbesitzer war und auch alle Schulen betrieben hat. Das heißt, oder die meisten Schulen betrieben hat. Trotzdem hier, besonders in den Neuen Zürcher Nachrichten, das ist eigentlich das Flaggschiff der damaligen katholischen Presse, dort hat Herr Holuschi sehr viel veröffentlichen dürfen, mit Unterduldung der Fremdenpolizei. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das zumindest nicht aktenkundig.
Es gibt noch andere Möglichkeiten, es gibt noch andere Gruppen, es gibt noch andere viele Beispiele. Es gibt den Herrn Laszlo Thar, den ich noch erwähnen möchte, der für die ungarische Depeschenagentur gearbeitet hat und dann der Spionage überführt wurde und dann auch zu 5 Monaten Gefängnis und 10 Jahre Landesverweis verurteilt wurde, wegen politischer Spionage. Man weiß auch mittlerweile, die Forschungen laufen gerade, ich habe gerade letzte Woche davon gehört, über die ungarische Botschaft damals, die sehr scharf die ungarische Emigration beobachtet hat und einer, Josef Szál, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat und eigentlich die Spionagezentrale der ungarischen Regierung war in der Schweiz. So, und jetzt kommen wir aber endlich noch in der letzten Viertelstunde zu den 56ern. Die 56er sind ruhig. Sie sind ruhig. Oft suchen sie nicht den Weg zur Presse. Sie haben oft auch nicht politische Gründe. Das zeigen auch neuere Untersuchungen. Es sind vor allem nicht politische Gründe. Sie waren nicht politisch tätig vorher. Oft, das hat auch mit der politischen Struktur in Ungarn zu tun, sondern sind vorwiegend junge Leute, die eben vor allem auch junge Männer, die hier Arbeit finden. Sie haben eine Zukunftsvorsicht, was sie in Ungarn vielleicht nicht hatten. Sie können eine Familie gründen, sind auch viele junge Paare dabei, Studium ist möglich. Oft private, ganz private Anliegen, ein Leben aufbauen, was man in Ungarn vielleicht in diesem Sinne nicht hat können, ohne politisiert zu werden oder irgendwie in die Politik eingesogen zu werden. Das heißt, eine bestimmte politische Abstinenz ist zu beobachten. Das kann man nicht pauschal sagen, aber so im großen Ganzen sind es doch andere Flüchtlinge als jetzt die Emigranten, die schon in der Schweiz waren. Die Sozialisation geschah natürlich im kommunistischen Umfeld. Oft, wenn es junge Leute waren, manche wurden erst im Krieg geboren oder kurz vor dem Krieg. Manchmal hatten sie einen bürgerlichen Familienhintergrund, manchmal aber auch nicht. Es sind auch Arbeiter darunter, es sind Intellektuelle darunter, alles einigermaßen kreuz und quer. Ich werde Ihnen da auch noch kurz etwas dazu sagen können. Den Zugang findet man nicht direkt, sondern über Vermittler. Es erscheinen immer wieder Bücher zu Ungarn-Flüchtlingen, die dann rezipiert werden, auch in der Presse. Es gibt von der Neuen Zürcher Zeitung zum Beispiel eine Broschüre, die auch in der Zeitung abgedruckt wurde, wie man mit den Ungarn-Flüchtlingen umgehen soll, dass man vielleicht auch ein bisschen Geduld üben müsse, dass das komme schon gut und das sind auch gute Arbeitskräfte und eben ein bisschen Geduld muss man haben. Es gibt ganz wenige Beispiele, wo Ungarn-Flüchtlinge von 56 direkt fassbar werden, medial fassbar werden. Und das ist zum Beispiel der Dokumentarfilm, berühmt-berüchtigte Dokumentarfilm Szabotics Szöllősi Antos, geboren in Ungarn. Ein Film, 1976 ausgestrahlt vom Schweizer Fernsehen, und da werden 3 Menschen porträtiert. Georg Szabotics, der für den Überangepassten steht, dann Matyáš Szöllősi, der für den Emigranten mit doppelter Identität steht, und Willy Antos, der für den Entwurzelten steht. Und schon diese Auswahl zeigt, dass das nicht unbedingt repräsentativ sein kann, ist auch nicht repräsentativ nach allem, was wir über die Ungarn-Flüchtlinge wissen. Es hat auch zu ganz ganz großen Aufschrei geführt in der ungarischen Community. Das ging bis zu Entführungsdrohungen an die Kinder von Georg Szabotics. Das ging und
es ging dann auch so weit, es gab noch eine Diskussionssendung im Schweizer Fernsehen, die ist entartet. Ich habe sie leider nicht gesehen. Es wäre vielleicht noch aufschlussreich geworden, wie da reagiert wurde. Aber das hat eben auch gezeigt, die ungarische Community hat sehr genau beobachtet, wer für sie spricht. Und je nachdem, wo man sich befand als Sprecher, musste man damit rechnen, von den eigenen Leuten angefeindet zu werden. Also ungarische Community ist nicht ganz einfach, das bekennt man auch aus anderen Immigrantenkreisen. Es ist immer eine Frage, wer auch die Deutungshoheit über das Narrativ übernimmt und ob sie auch legitimiert sind. Es gibt immer wieder, das hat man auch in den letzten Jahren immer wieder gehört, wenn es um ungarische Themen ging, dass sich ungarische Vereine angeboten haben zu vermitteln, beziehungsweise dann die ungarische Diaspora zu vertreten. Aber letztlich kann man davon ausgehen, es ist nicht möglich, die gesamte Diaspora zu vertreten, sondern es sind immer Gruppen, die ausgeschlossen sind oder nicht vertreten sind oder übervertreten sind, etc. Ich darf zum Schluss kommen. Moment, das hatte ich ja schon. Und möchte ganz kurz nochmal zurückkommen zu den Öffentlichkeitsebenen. Man kann feststellen, dass die Medienöffentlichkeit nicht unbedingt die Arena ist für die ungarischen Immigranten. Viel eher ist es die Versammlungsöffentlichkeit oder dann die Begegnung in der Nachbarschaft oder auf der Straße oder unter Freunden. Dort wird auch das positive Image der Ungarn von den Ungarn selbst weitergetragen. In der Öffentlichkeit, wenn es um Ungarn geht, dann sprechen normalerweise Schweizer über die Ungarn. Was man da auch einbeziehen muss, ist die Frage, wird erwartet, dass die Ungarn, was ist die Erwartungshaltung an die Emigration? Ist es Assimilation? In den 70er Jahren war das noch so. Und heute spricht man eher auch von den ausländerfeindlichen Parteien, von Integration, nicht mehr von Assimilation. Das ist, wie gesagt, in den 50er, 60er, 70er Jahren noch ganz anders. Und als Ungar aufzutreten, ist da natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Wir haben besonders während des Zweiten Weltkriegs schärfere oder scharfe Zensurmaßnahmen der Schweiz mit kleinen Zugangskontrollen der Fremdenpolizei. Gewisse Leute durften dann doch passieren. Aber grundsätzlich kann man davon sagen, dass die Zensurmaßnahmen auch dazu geführt haben, dass nicht sehr viele ungarische Stimmen in der Medienöffentlichkeit zu vernehmen sind. Und ich möchte jetzt noch zum letzten Punkt, das habe ich schon gesagt, nämlich die erwartete heftige Reaktion aus den Kreisen der ungarischen Diaspora. Damit muss man rechnen, wenn man als Ungarn für die ungarische Diaspora spricht. Vielleicht ist das auch etwas Absteckendes für Redewillige, aber was auch noch dazu kommt, da möchte ich nochmal ein bisschen ausführlicher sein, nämlich die scharfe Beobachtung der Ungarn durch die ungarische Botschaft in Bern. Da sind mir zwei Dokumente in die Hände gekommen. Ein Dokument ist vom April 1957 und ein Dokument vom Februar 1958. Der erste ist Bericht ist eine Lageeinschätzung, was die Ungarn so denken, und das basiert auf der Auswertung von Briefen, die von Schweizer Emigranten nach Ungarn geschickt wurden und dann geöffnet wurden an der ungarischen Grenze. Das entspricht etwa 9% der gesamten Briefpost, die damals untersucht wurde von den Behörden. Und
Das ist natürlich, wie soll ich sagen, es ist für einen Historiker sehr schwierig, so ein Dokument zu fassen, beziehungsweise Informationen daraus zu ziehen, weil sie sehr unlauter erhoben wurden. Man kann allerdings daraus die Einschätzung der damaligen Behörden und auch des Referats damals für die Schweiz im ungarischen Außenministerium ableiten. Ich möchte das ganz kurz zitieren aus diesem Bericht von 1958. Die meisten Personen, die in den wichtigsten Fragen internationaler Politik mit unseren Ansichten übereinstimmen, befinden sich in den Kreisen jener, die vor dem Zweiten Weltkrieg emigriert sind. Die horthyistische Emigration unterstützt die radikalsten Ausprägungen der internationalen Reaktion. Also man kennt diese Sprache, also die internationale Reaktion. Von ihr erwartet sie das Zurückerlangen ihres Eigentums, ihrer Macht und ihres Einflusses. Jetzt kommt der wichtige Satz für uns. Die Mehrheit der 1956er Dissidenten wünscht nicht die Rückkehr zu den Produktionsverhältnissen der Zeit vor der Befreiung, also 1945, was das Grundeigentum, Bergbau und Großindustrie betrifft. Sie stimmen aber auch mit dem Sozialismus nicht überein. Damit kann man eigentlich sagen, in dem Bericht wird versucht zu zeigen, dass es doch sehr gefährlich sei, diese Emigration, dass man sie genau überwachen müsse, weil die Emigration dazu da sei, die Kräfte zu bündeln, damit man Ungarn überfallen könne und von den Kommunisten säubern könne. Natürlich oft auch mit titoistischer, amerikanischer, imperialistischer Verschwörung etc. Also wir kennen all diese Slogans. Aber er hält, und das ist bemerkenswert, er hält die 56er Dissidenten eigentlich nicht für gefährlich, weil die einfach nicht so politisch sind, zumindest nach den Briefen. Und es gibt noch den zweiten Bericht, wo die ganzen Vereine auch noch angeschaut werden. Und auch dort kommt man zum Schluss, die 56er sind nicht wirklich politisch organisiert. Sie interessieren sich auch nicht so stark für politische Themen, sondern sind eigentlich mit dem Privaten beschäftigt. Und das erklärt vielleicht auch, weshalb relativ wenige Stimmen von ihnen in der Medienöffentlichkeit zu vernehmen sind. Ich glaube, das war eine Punktlandung. Ich danke Ihnen. Köszönöm szépen, Seppen auf Wiedersehen. Ja, herzlichen Dank, David, für deinen Vortrag. Ich fand das sehr spannend. Gerade wieder auch die, wie soll ich sagen, die Vorbildrolle oder der Mythos des Ungarn in der Schweizer Innenpolitik als den idealen Flüchtling angesprochen hat, also der kommt, arbeitet und sonst eben keine politischen Scherereien, wie man damals vielleicht gesagt hat, gemacht hat. Aber mich würde schon Wunder nehmen, wie du das einschätzt. War das so ungewöhnlich für diese Zeit? Ist das im Vergleich mit anderen Immigrantengruppen, ist da ein großer Unterschied? Das wäre so ein bisschen meine erste Frage. Oder ist es nicht auch dem Zeitgeist der 50er schon sehr stark geschuldet und dem innenpolitischen Klima in der Schweiz. Und das andere, was ich selber immer sehr spannend fand, was mich interessieren würde, ist diese wahnsinnige Zersplitterung der ungarischen Diaspora, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern auch anderswo, also auf eine Unzahl von Publikationsorganen und Vereinen, und die im Vergleich zu anderen Emigrantengruppen, die da sehr viel homogener sich in nationalen Vereinen primär organisieren und dann in Sektionen, aber nicht irgendwo so wahnsinnig, ja, so, man muss ja schon sagen, sich selbst zum Teil auch bekriegen, sehr aktiv. Also das, du hast die Konfession als ein zentrales, trennendes Element auch angesprochen. Und da würde mich schon wundern nehmen, ist das nach 56 noch lange prägend oder nicht? Und welche anderen Faktoren spielen da eigentlich noch mit? Also ich möchte zur zweiten Frage zuerst antworten. Die Zersplitterung, Sie verfolgen alle die Nachrichten und sehen, dass das politische Klima in Ungarn vergiftet ist, das war aber schon immer so. Politik ist sehr wichtig, sehr leidenschaftlich, und
Vielleicht bei den Emigranten habe ich das nicht, konnte ich jetzt das nicht so ausführen, aber welche Gruppen kamen? Zuerst kamen diejenigen, also wenn sie Flüchtlinge waren, zuerst diejenigen, die mit dem Horthy-System nicht einverstanden waren. Dann kamen diejenigen, die mit dem Fallkreuzler nicht einverstanden waren. Dann kamen diejenigen, die mit der Demokratie nicht einverstanden waren. Dann kamen diejenigen, nämlich die Anhänger der bürgerlichen Partei der kleinen Landwirte, die unter Druck gesetzt wurden. Das ist die sogenannte Salamitaktik damals, zwischen 1945 und 1949. Dann kamen die Sozialdemokraten in die Emigration, dann kam die kleine Nationale Bauernpartei, eine linke Partei, eher linksliberale Partei. Dann kamen noch die ganzen anderen. Und man merkt das auch ganz gut in den Zahlen von der Emigration. Ich mache das jetzt mal nur von den Größenverhältnissen. Zuerst kommen 1000, im nächsten Jahr kommen 500, im dritten Jahr kommen noch 40, im vierten Jahr kommen 2. Dann ist der eiserne Vorhang da und dann kommt niemand mehr. Und diese Gruppen, die sind dann alle im Westen und versuchen dann ihr jeweiliges Gesellschaftssystem, das sie vertreten, weiterzubringen. Und es gibt sehr viele Protagonisten, die auch bekannt sind, auch viel schreiben. Jula Borban, die ist eine, der sehr viel über die Emigration schreibt und das auch sehr gut aufgearbeitet hat. Er war Anhänger der Nationalen Bauernpartei, dieser eher linksliberalen Partei. Und er kam mit einer Handvoll anderen und die haben sich dann aber in die ganze Welt zerstreut. Und viele von ihnen waren Politiker und viele waren auch Schriftsteller. Weil das muss man auch wissen, in Ungarn sind sehr viele Schriftsteller Politiker. Nicht so viele Politiker Schriftsteller. Und die schreiben auch sehr gern und sie schreiben auch viel und sie schreiben auch politisch und jedes Gedicht hat einen politischen Hintergrund. Das heißt, dort, diese Leute sind zum Publizieren geboren und sie machen das auch. Und deswegen gibt es auch sehr viel Publikationen jetzt von den ganzen Gruppen. Das war, glaube ich, die zweite Frage, oder? Die erste Frage ist ein bisschen schwieriger. Natürlich, die 50er Jahre sind so die Mitte der 50er Jahre, würde ich sagen, sind ein interessanter Moment. Es gibt nämlich das Tauwetter 55. Man trifft sich, Eisenhower und Chruschtschow treffen sich in Genf, man spricht vom Geist von Genf. Max Petitpierre, der Außenminister, ist da groß dabei. Und die Schweiz hat da auch eine gewisse Rolle als in der Enteisung des Kalten Krieges. Und darauf ist man auch sehr stolz. Das ist die Neutralitätsmaxime, die da gelebt wird. Gleichzeitig, das ist 1955, wird der Ludwig-Bericht fertig. Das ist der Bericht über die Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg. Und das liegt dem Bundesrat vor. Aber es wird nicht veröffentlicht. Was da drin steht, eignet sich nicht zur Veröffentlichung, wie wir wissen. Und dann kommt 56. Und die Schweiz weiß nicht, die offizielle Schweiz weiß nicht, wohin gucken, wohin blicken, weil die Westmächte gerade in Suez beschäftigt sind. Also die können jetzt nicht wirklich das verurteilen, nicht richtig Stellung beziehen. Die Schweiz weiß auch nicht, was sie tun soll und lässt mal die Privaten machen. Das hat man auch nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Und es gibt eine Begeisterung für diesen Aufstand, es gibt auch die große Empörung, als die Niederschlagung bekannt wird. Und man lässt die Privaten machen, man schaltet das Rote Kreuz ein. Man bezieht nicht Stellung, man schaltet das Rote Kreuz ein, das ist auch eine bewährte Politik. Und lässt sie machen. Und das Schweizerische Rote Kreuz ist eigentlich eine Hilfsorganisation. Und deswegen ist die Hilfe natürlich schon von Anfang an sehr stark auch offizielles Programm. Und es gibt natürlich, es gibt Belege dafür, dass man wartet mit dem Ludwig-Bericht. Und der größte Beleg ist vielleicht das Faktische, dass er dann 57 veröffentlicht wird mit dem Anhang, wie wir mit den Ungarn-Flüchtlingen umgegangen sind. Das heißt, so ein positives Beispiel zum negativen Beispiel des Ludwig-Berichtes.
Also das ist sicher mal eine Schiene und auf der anderen Seite gibt es dann eben die Möglichkeit für all diejenigen, die dieses Tauwetter verurteilt haben und eben skeptisch waren, zum Beispiel Sprachrohr Nationale Zürcher Zeitung, aber Neue Zürcher Zeitung, die eben sehr stark sofort anfängt einzugreifen und diese Flüchtlingskrise ist ja keine Flüchtlingskrise, aber die Flüchtlingswelle als eigentlich dazu braucht, um gegen die Linke vorzugehen. Und die Linke sind zum Beispiel auch diejenigen, die begrüßen, dass es jetzt eine AHV gibt. Und das wird auch ganz deutlich so schwarz auf weiß hingeschrieben. Also O-Ton, man kann die sowjetischen Panzer nicht damit aufhalten, dass man den AHV-Ausweis schwenkt. Und damit kann man natürlich, diese Hilfsbegeisterung, die es gibt in der Bevölkerung, wird schnell instrumentalisiert, beziehungsweise auf eine Schiene gelegt, die dann auch von größeren Kräften auch noch unterstützt wird. Und deswegen auch eine sehr, in der bürgerlichen Presse, sehr wohlwollende Berichterstattung über die Ungarn. Nicht, dass man die Ungarn selbst zu Wort kommen lässt, nur wenn es passt, sondern einfach eine wohlwollende Berichterstattung. Und deswegen, das ist ein ziemlich diffuses, ziemlich komplexes Gebilde, was ich jetzt skizziert habe. Es gibt noch andere Faktoren, aber auf jeden Fall sind das die wichtigsten, warum das zu einem so großen Erfolg wurde. Ja, ich würde auch noch anschließen, dass es ja durchaus Ungarn gab, die den schweizerischen Diskurs dann mitgeprägt haben, also gerade eben auf dem im rechtsbürgerlichen, rechtsnationalen Lager. Ich denke, das SOI ist ja eine der Gründungen, die aus dieser Ungarn-Euphorie entstand. Und der erste langjährige Leiter der Bibliothek, Peter Gostony, ein ungarischer Flüchtling und Militärhistoriker beispielsweise, der auch zu 56 viel geforscht und publiziert hat, Laszlo Revest, der einer der ersten Forscher am SOI. Also, und ich denke, in diesen Publikationen kommen ja durchaus Ungarn-Flüchtlinge zu Wort, aber natürlich quasi als Zeugnisse, die dann in einen politischen Diskurs, der auch innenpolitisch zum Teil genutzt wird, instrumentalisiert werden oder in einen gewissen Kontext eingebaut werden, klar. Ja. Aber ich denke, ich fände es schon noch spannend, eben auch die Reaktion der ungarischen Gemeinde auf diese Art der, wie soll ich sagen, Instrumentalisierung kann man es nennen, man kann es auch nennen, in die politische Einspannung, ja, kann man daraus etwas, weiß man darüber etwas? Es hat das eher dazu geführt, dass gewisse Leute gesagt haben, okay, also wir lassen uns hier nicht vor einen Karren spannen, um innenpolitisch Reibach zu machen? Oder das gab es schon, aber ich glaube, die Ungarn waren vor allem damit beschäftigt, eine Existenz aufzubauen. Also ich glaube, sie haben auch gar nicht so stark an diesem Diskurs teilgenommen, der eigentlich über sie geführt wurde, aber nicht mit ihnen. Ja, ich will hier nicht das Mikrofon monopolisieren. Fragen? Vielleicht muss ich mehr Licht machen. Kriegen das doch hin. Besser? Also jetzt ging es ja in erster Linie um Pressestimmen und darum meine Frage, ob man die Vertretung einer gewissen Migrantengruppe in einer Gesellschaft auch an anderen Faktoren messen kann oder wie man das machen könnte. Ja, natürlich kann man das. Messen ist ein schwieriges Wort. Auch hier, ich habe versucht, das am Anfang zu sagen, messen kann man quantitativ, qualitativ ist schwierig. Man könnte natürlich ganz viele Indikatoren nehmen. Man kann vielleicht auch fragen, wie viele haben welche Bildung, wie viele Ungarn haben welche Bildung, Bildungswege bestritten. Man kann das so aus der Beobachtung heraus sagen, dass die erste Generation von Emigrantengruppen, wenn sie an die Hochschule gelangen, oft auch Wirtschaft studieren.
zum Beispiel, wann kommt der Erste an bei den Humanwissenschaften. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Aber es ist eine sehr kleine Möglichkeit und vielleicht ist es auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen eher am Rande. Ich habe kein Patentrezept, wie man das messen könnte. Man kann auch sagen, es gibt einige Ungarn, die sich sehr stark engagiert haben. Es gibt Politiker, unter den Politikern gibt es Leute mit ungarischem Hintergrund. Es gibt Journalisten mit ungarischem Hintergrund. Es gibt Wirtschaftsvertreter, es gibt sehr viele Anwälte, es gibt sehr viele Ärzte mit ungarischem Hintergrund. Da kann man schon sehen, dass man, dass die Durchlässigkeit der Gesellschaft teilweise zumindest gegeben war. Das ist vielleicht ein Indikator. Wenn keine weiteren Fragen sind. Fragen? Letzte Chance? Ihre letzte Chance? Wenn keine weiteren Fragen sind, dann danke ich Ihnen allen herzlich fürs Kommen, für die Aufmerksamkeit. Nochmal, vergessen Sie nicht den Filmabend nächste Woche und sonst sehen wir uns in 2 Wochen wieder, hoffe ich, wenn Pavel Kolasch aus Florenz hier sprechen wird über den Poststalinismus als Epoche, also Ostmitteleuropa im Vergleich, das Jahr 1956 und seine Bedeutung auch als Epochenschwelle. Wird sicher wieder spannend. Herzlichen Dank nochmal an dich, David Trifasch, für den Vortrag heute Abend und bis zum nächsten Mal.